Hallo ihr Lieben, heute zeige ich euch, wie ihr diese tolle Blume häkeln könnt. Also wie ihr seht, ist das so eine schöne 3D-Blume. Wir haben jetzt eine Reihe hier und eine Reihe hier hinten. Ich habe hier zum Beispiel ein Blümchen benutzt als eine Haarspange für meine Tochter. Da habe ich dann einfach mit einer Heißklebepistole die Spange befestigt und das sieht auch ganz toll aus. Und ihr könnt natürlich die Blume benutzen, wofür ihr möchtet. Die ist auch super für eine Applikation, für eine Mütze oder Babydecke oder wo auch immer ihr das möchtet. Und wie das Ganze funktioniert, das zeige ich euch jetzt. Ich häkel heute mit einer 4,5 mm Nadel. Ihr benötigt auch eine Schere, eine Nadel, um die Fäden zu vernähen. Ich häkel auch heute wieder mit dieser Rico Essential Cotton. Das ist eine 100% Baumwolle. Und dann fangen wir mal an. Wir beginnen mit 4 Luftmaschen. 1, 2, 3 und 4. Wir schließen das Ganze zu einem Kreis, indem wir in diese erste Luftmasche hier vorne einstechen und das Ganze mit einer Kettmasche verbinden. Und hier in dem Inneren befindet sich jetzt unser Kreis, in den wir hineinarbeiten. Wir häkeln jetzt erstmal eine Luftmasche und wir häkeln weiter in halben Stäbchen. Also in diesen Kreis hier hinein häkeln wir jetzt 12 halbe Stäbchen. Also wir nehmen Umschlag, gehen in den Kreis hinein, holen unseren Faden. Wir haben 3 Schlaufen auf der Nadel und wir gehen durch alle 3 Schlaufen durch. Das war unser erstes halbes Stäbchen und wie gesagt, wir brauchen insgesamt 12 Stück. Ihr häkelt jetzt also weiter, bis ihr dann eure 12 halbe Stäbchen fertig habt. So, meine 12 halben Stäbchen sind fertig. Um das Ganze zu beenden, gehen wir in diese erste Masche hier oben hinein, holen unseren Faden, ziehen diesen durch und beenden das Ganze mit einer Kettmasche. Wir häkeln noch eine Luftmasche, ziehen das Ganze fest, holen unsere Schere und schneiden den Faden einfach ab, ziehen das Ganze durch und ziehen es fest. Wir nehmen jetzt unsere neue Farbe. Ich benutze hier jetzt so einen Türkiston. Und wir nehmen uns jetzt irgendeine beliebige Masche. In dieser Runde häkeln wir aber nur durch diese vordere Masche. Ich zeige es mal. Durch die. Also ihr seht, wir haben hier 2 Maschen. Aber jetzt häkeln wir nur durch diese vordere Masche. Und das machen wir die ganze Runde. Wird in diesen vorderen Maschen gehäkelt. Wir holen jetzt unsere neue Farbe. Ziehen es einfach durch und wir häkeln 3 Luftmaschen. In die gleiche Masche oder Schlaufe hinein häkeln wir jetzt noch 3 Stäbchen. 1, 2 und wir häkeln wieder 3 Luftmaschen, gehen in diese gleiche Masche hier unten hinein und häkeln eine Kettmasche. So, so sieht unser erstes Blatt jetzt aus. Wir gehen jetzt in diese nächste vordere Masche hier vorne hinein und häkeln hier jetzt aber nur eine Kettmasche. Wir gehen dann wieder in diese nächste Masche, wieder in diese vordere Masche hinein, häkeln eine Kettmasche, 3 Luftmaschen, 3 Stäbchen, 1, 2 und 3. Dann
wieder drei Luftmaschen und in die gleiche Masche hinein eine Kettmasche. Und unser zweites Blatt ist fertig. Wir gehen in die nächste Masche hinein, häkeln dort nur eine Kettmasche. Dann gehen wir in die nächste Masche hinein, auch wieder eine Kettmasche. Und jetzt wieder drei Luftmaschen, drei Stäbchen. Eins, zwei, drei. Und wieder drei Luftmaschen und schließen das Ganze in die gleiche Masche mit einer Kettmasche. Und das macht ihr jetzt einfach die ganze Runde, bis ihr insgesamt 6 Blätter habt. Auch hier bin ich jetzt mit meinem letzten Blatt fertig. Wir häkeln eine Kettmasche in diese nächste Masche. Und um diese Runde zu beenden, gehen wir jetzt noch in dieses Blatt hier hinein und häkeln auch dort eine Kettmasche. Und so beenden wir die erste Runde. Wir nehmen jetzt unser Blatt und falten es nach unten, dass wir einfach besser sehen können. Also, wir arbeiten jetzt in diese hinteren unbearbeiteten Maschen. Also, wir haben eben in diese vorderen Maschen gearbeitet und jetzt häkeln wir in diese übrig gebliebenen hinteren Maschen. Und zwar gehen wir jetzt erst einmal in diese nächste hintere Masche hier hinein und häkeln hier jetzt eine Kettmasche. Und wie ihr seht, befinden wir uns jetzt mittig von diesen 2 Blumenblättern. Wir häkeln jetzt 4 Luftmaschen und diese Runde häkeln wir in doppelten Stäbchen. Also wir nehmen 1, 2 Umschläge, gehen in die gleiche Masche hinein, holen unseren Faden. Wir haben 4 Schlaufen auf der Nadel und wir gehen durch die ersten beiden Schlaufen, durch die nächsten beiden Schlaufen und durch die letzten beiden Schlaufen. Das war jetzt unser erstes doppeltes Stäbchen. Wir brauchen insgesamt 4 Stück. Also unser zweites. Drittes, und viertes doppeltes Stäbchen. 1, 2 und 3. Also wir haben jetzt hier unsere 4 Luftmaschen, 4 doppelte Stäbchen. Wir häkeln wieder 4 Luftmaschen, gehen in diese selbe Masche hier unten hinein und häkeln auch hier eine Kettmasche. Und dieses erste hintere Blatt ist fertig. Ich falte das jetzt wieder hier. Und wie ihr seht, haben wir jetzt hier unsere nächste hintere Masche. Dort häkeln wir jetzt wieder eine Kettmasche. Wir gehen dann wieder in diese nächste hintere Masche hinein. Und häkeln jetzt hier wieder unser Blatt. Also 4 Luftmaschen. 4 doppelte Stäbchen, 1, 2, 3 und 4. Wir häkeln dann wieder 4 Luftmaschen. Gehen in die gleiche Masche hier hinein und häkeln eine Kettmasche. So. Und unser zweites Blatt ist fertig. Wir gehen jetzt wieder in diese nächste Masche hier hinein. Häkeln dort wieder eine Kettmasche. Gehen in die nächste Masche hinein, häkeln dort auch eine Kettmasche.
4 Luftmaschen und wir häkeln unser Blatt fertig. Und das macht ihr jetzt einfach die ganze Runde, bis ihr dann am Ende angekommen seid. Und auch hier müsstet ihr jetzt 6 von diesen größeren Blättern haben. Ich bin jetzt an meinem letzten Blatt angekommen. Also hier war mein letztes Blatt. Um das Ganze zu beenden, gehen wir jetzt einfach, ihr könnt auch hier durch diese beiden durchgehen, und wir beenden das Ganze mit einer Kettmasche. Wir häkeln dann eine Luftmasche, ziehen das Ganze fest, holen unsere Schere, schneiden den Faden ab und ziehen diesen vorsichtig durch und wir ziehen das Ganze einfach fest. Jetzt falten wir die Blume auf. Und unser Blümchen ist fertig. Wie ihr seht, ist es wirklich eine ganz, ganz tolle Blume geworden. Es ist wirklich auch nicht schwer. Die ersten paar Maschen fand ich relativ schwer für Anfänger. Aber ich hoffe, ihr habt das trotzdem gut hinbekommen. Wie gesagt, ihr könnt es jetzt aufnähen auf eine Mütze oder wie ich als Spange oder wo auch immer ihr möchtet, auf eine Babydecke. Und ich hoffe, ihr hattet ganz viel Spaß beim Nachhäkeln. Danke fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Tschüss!